Hallihallo. Ja, ihr seht, ein absolutes Chaos. So sieht es jedenfalls am Anfang erstmal aus. Ist es aber nicht. Hat alles seine Bewandtnis. Aber bevor ich jetzt in irgendeiner Form anfange oder besser gesagt weitermache, möchte ich mich ganz herzlich bei Alina von Pandalina Crafting bedanken. Die hat mir nämlich, also die war bei Woolworth gewesen und hatte diese, na, Glimmerstifte bekommen gehabt. Und ja, aufgrund meiner Postings hatte sie mich angeschrieben und hat mir ein Paket angeboten. Und das ist bei mir mittlerweile angekommen. Da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Des Weiteren hat sie mir allerdings auch nochmal drei, eins habe ich mir schon in meinen Spender hier reingemacht, drei so eine Washi-Tapes noch mit reingepackt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich habe mich megamäßig gefreut. So, worum geht es heute? Heute geht es darum, wie verpacke ich etwas passgenau. Darum geht es heute. Und in diesem Falle um diese Süßigkeit. Und dann geht es darum, die liebe Claudia von Kiwischen interessiert es, wie man Reste verarbeiten kann. Und da dachte ich mir, das, was wir heute machen, das bietet sich dafür sehr, sehr gut an. Aber in erster Linie soll es darum gehen, also ich habe hier immer so eine Mappen, wenn ich zum Beispiel ein Album fertig habe, dann kommen immer diese Reste rein. Was ich jetzt allerdings noch tun werde demnächst, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Alles, was kleiner ist als 2 Zentimeter, fliegt in den Müll, weil ich ersticke sonst irgendwann in Mini-Resten. Man kann es irgendwann nicht mehr verarbeiten. Oder man hält sich mit Schnipseln auf. Und wer will das schon? Ja, die Alben habe ich euch alle noch nicht gezeigt. Ja. Ich gelobe Besserung. Es sind einige, die ich gemacht habe und die habe ich euch alle noch nicht gezeigt. Aus diesem ganzen Wust habe ich mir dieses schon mal rausgenommen. Aber als allererstes werden wir erstmal oder zeige ich euch, wie ich vorgehe, wenn ich etwas habe, was ich passgenau verpacken möchte. Ich lege mir das entweder, ich habe jetzt hier dieses tolle Board von Dani bekommen, pack mir das da drauf und markiere mir erstmal, wie weit geht denn mein Objekt? Ja, ob ich das jetzt mit diesem Teil mache oder ich habe jetzt zum Beispiel so eine Taschenlampe. Ich lege mir das auf ein Blatt Papier oder jetzt in diesem Fall auf diese Platte und markiere mir. Leg mir das hin, markiere mir die Breite. Das ist jetzt eigentlich letztendlich egal, aber markiere mir eben halt die Breite. Und automatisch habe ich mir auch die Höhe markiert. So. Dann nehme ich das erstmal beiseite und messe das aus. Das könnte ich auch an dem Objekt machen, aber so ist es einfach, ja, ist es eben halt einfacher. So, da diese Außenseiten hier noch sehr flexibel sind, kann ich natürlich dann hier, das wären knappe 15, mache ich das auf 15. Ja, also ist das jetzt hier eine Länge von 15. Dann gucke ich, wie breit ist das? Ja, knappe 4. Auch hier habe ich noch ein bisschen Luft, also kann ich sagen, 4. Habe ich also schon mal dieses Maß. Jetzt verbinde ich einfach mal diese Striche. Ich kann da mal nicht so gerade. Obwohl hier Linien sind, stelle ich mich immer dusselig an, wirklich gar nicht zu malen. Aber es geht heute mal ausnahmsweise. Ja, jetzt habe ich wieder über die Zahl gemalt. Aber egal, kriegen wir weg. Das ist eben der Vorteil, wenn man so eine abwischbare Tafel hat. So, 4. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Höhe, weil ich möchte ganz gerne eine Schiebeschachtel machen. Das heißt, ich nehme mir das und entweder habe ich so eine Schiebelehre. Habe ich sowas hier? Ich hatte sowas auf jeden Fall mal. Aber wie immer
In einem geordneten Haushalt findet man alles nach längerem Suchen. Dann nimmt man sich die und packt sich die hier dazwischen. Das wären jetzt 2 cm. Das ist mir aber ein bisschen zu knusch. Also mache ich das auf 2,5. Mit einem Lineal. Wenn man so ein Lineal hat, zum Beispiel, was gleich hier vorne mit 0 anfängt, dann kann man sich das auch hier so ansetzen. So ansetzen und guckt. Ja, also es macht sich eben halt am besten mit einem Lineal, was hier bei 0 schon anfängt. Klar kann man das auch mit einem ganz normalen Lineal machen. Ich habe natürlich wieder keins hier zu liegen und rechnet dann das, was da vorne als Lücke ist, ab. Aber mir, ja, meine beiden, die ich hier habe, einmal das und dann habe ich noch so ein kleines, die haben mir schon so gute Dienste geleistet. So, sagen wir mal 2,5. Wie machen wir es ganz einfach? Wir setzen uns jetzt hier einfach erstmal nur skizzenmäßig einen Rand rum, weil den brauchen wir ja. Und dann machen wir hier einen Strich und hier einen Strich und hier und hier und hier, dort. So. Ja. Dann schreiben wir hier unsere 2,5 hin. Hier haben wir unsere 4 und hier haben wir auch unsere 2,5. Gleich 9. Also brauchen wir schon mal einen Karton mit der Breite von 9 cm. Dann haben wir hier unsere 15 und hier unten haben wir auch wieder 2,5. 2,5 und 2,5 sind 5 plus 15 sind gleich 20. Das heißt, 9 mal 20. Das ist das, was wir als allererstes brauchen. Und da ich ja gesagt habe, ich möchte ganz gerne Restepapier verarbeiten, gucke ich als allererstes, habe ich jetzt einen Karton, der dafür passen würde. Und ja, Tatsache, ich habe einen gefunden, der hat sogar 11 cm und die Länge, da brauche ich nicht nachdenken, das sehe ich, dass das mehr als 15 sind. Also schneide ich mir als allererstes eine Breite. Warum ist das hier so komisch? Ja, es ist mir nämlich fern runtergefallen. Aber egal. So, schneide ich mir als allererstes die Breite von 9 cm. So, gucke, wie breit ist das? Es sind 2 cm. Ich muss den Streifen aufheben. Verdammter Mist. So, und dann brauchen wir 20. Ich habe nämlich eben 15 gesagt, aber das ist Quatsch. Insgesamt brauchen wir natürlich 20. Aber auch das reicht vollkommen aus. So, legen wir uns bei 20 an. Abgeschnitten. Und dann falzen wir einfach. Jetzt können wir uns überlegen, wollen wir, dass die Herzen oder das Motiv außen ist? Oder wollen wir, dass es innen ist? Das ist jetzt die Frage. Ich will es, dass es außen ist. Also, dass man die Herzen, wenn man die Schachtel rauszieht, von außen sehen kann. So, und dann lege ich das bei 2,5 an. Und falze einfach ringsrum bei 2,5. Und wirklich auch achten, dass ihr bei 2,5 feilst, weil mir ist es auch schon passiert. Habe ich dann bei 2 gefeilst. Toll. Ist dann immer sehr nervig, wenn man wieder von vorne anfangen kann. Manchmal kann man es dann aber auch so machen, dass man ringsrum nochmal bei 2 feilst und dann sieht das so aus, als wenn das so sein muss. Also nur weil man sich mal verfalzt hat, gutes Deutsch, muss man das Papier nicht gleich wegschmeißen. Man kann es eben halt einfach dann versuchen, auf allen Seiten so zu machen. Und schon sieht das so aus, als wenn es so sein muss. So, dann schneiden wir innen, so dass die Falz weggeschnitten wird. Ich schneide meine Ecken hier immer mit an. Hat einzig und allein den Grund, manchmal falzt man dann doch nicht so gerade und dann steht es hier, siehst du, hier oben kann ich das schon gleich zeigen. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Hier steht es bei, wenn ich das jetzt zusammenklebe, würde das hier oben überstehen. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Ich
Verstehe gar nicht, warum das so ist. Ich wieder zu schnell gefalzt. Naja. Wird schon passen. Wollen wir hoffen. Werden wir spätestens bei der Hülle dann nachher merken. So, innen drinne, rein. So. Wenn man möchte, könnte man jetzt die Laschen auch kürzen. Da ich die aber ein bisschen stabiler haben möchte, ja, dass das hier ein bisschen kräftiger ist, lasse ich die so. Weil hier muss dann nachher noch eine Öse durch, also ein Loch, damit man dann auch rausziehen kann. Also ich mache das immer ganz gerne, dass man da nehmt halt die Schublade rausziehen kann. So, also können wir letztendlich jetzt schon kleben. Wo ist mein Tombow? Ja, die Flasche sieht schon sehr geliebt aus. Da ist nämlich vorne die Tülle weg. Und wie immer, dann, wenn man es nicht braucht, klebt da nicht. Also, ich vorne verstopft. Mann. Ich weiß auch gar nicht, wo mein anderer gerade ist. Der ist nämlich schon wieder auf Abwägen. Aber ich will ja hier den anderen Kleber auch noch alle kriegen. Nehmen wir also den. So, wenn man so ein ungeduldiger Mensch ist wie ich, dann war ja klar. War ja logisch. Meine Klammern sind natürlich am anderen Tisch. Das ist jedes Mal so. Okay, also muss ich diesmal ein geduldiger Mensch sein. So. Aber der Kleber zieht ja relativ gut an. Dauert das nicht ewig. Na, wirst du wohl kleben. Also, das können wir hier schon mal ein bisschen beseitigen. So, und schon haben wir... Und es passt perfekt rein. Oh, Hilfe, das soll natürlich nicht sein. Mann, wenn man nicht auf alles aufpasst hier. So, ich brauche mal kurz ein Tuch, um den Kleber vom Finger zu kriegen. So, als nächstes brauchen wir natürlich dann auch, wo ist mein Wischer? Ach, da. So, weggewischt. Zack, zack. Ich habe es natürlich aufgeschrieben. Keine Sorge. Ihr kriegt die Maße nachher noch als Foto eingeblendet. Als nächstes brauchen wir jetzt natürlich diese Hülle, dass wir das rein- und rausschieben können. Da ist mal ganz klar, wir haben ja 2,5 Höhe. Ich lege das mal so hin, dann ist das für mich einfacher. Und wir haben hier eine Breite von 4. Das heißt, wir notieren uns am besten als allererstes 2,6, 4,1, 2,6, das heißt hier 2,6, 4,1, 2,6, unten 4,1 und 1 cm. Ja, weil wir brauchen ja eine Lasche, womit wir das dann zusammenkleben können. So, 2,6, also müssen wir als allererstes falzen, wenn wir unser Blatt dann haben. Wir müssen ja jetzt ausrechnen, wie viel wir brauchen.
als allererstes bei 2,6. So, plus 4,1 sind 6,7. Die zweite Falls. Plus 2,6 sind 9,3. Plus 4,1 sind 13,4. Plus 1 sind natürlich dann 14,4. Das heißt, wir brauchen 14,4 mal. Entweder machen wir es passgenau auf 15, wovon ich abraten würde. Ich gebe immer vorne und hinten 1 mm mehr, das heißt 15,2. Weil dann sieht das einfach wirklich schöner aus, wenn die Schublade, also der Schuber, wirklich komplett da drinnen verschwindet. So. Und das möchte ich, weil ich es ja später noch mit Designerpapier bekleben möchte, aus meinen Resten, die ich mir schon rausgesucht habe, werde ich diesmal mein Spezialpapier nehmen, was ich immer gerne nehme. Und das ist das hier vom Action. Ich liebe das. Und das schneide ich mir jetzt zu. Auf. Bin ich am Überlegen. 14,4. Weil so kriege ich dann zwei Stück raus, wenn ich das so lang mache. Auf 15,2. Und hier habe ich immer noch ein schönes großes Stück, was ich denn für Schilder oder was auch immer benutzen kann. Weil wir wollen ja auch das Ganze noch ein bisschen verzieren. So, das können wir beiseite legen. Und dann werden wir jetzt falzen. Natürlich nicht da, wo die 15,2 sind, sondern da, wo die 14,4 sind. Das heißt, wir setzen an bei 2,6. Ich halte es dann nochmal so fest. So, 6,7. 9,3 und 13,4. Und dann haben wir 1 cm Lasche. So, das kann weg erstmal. Wo ist mein Falzbein? Da. Und auch bei diesem Papier hätte ich mir überlegen können, ob ich diese strukturierte Seite nach außen haben möchte oder aber die glatte Seite. Ich habe mich jetzt für die strukturierte Seite außen entschieden, aber ja. So, da das Aufkleben des Designerpapiers sich im ausgeklappten Zustand weitaus besser macht, mache ich das auch gleich mit euch. Ich wollte aber nur schon mal gucken. Ja, das passt. Mir keine Gedanken machen. Ich habe jetzt in mein Designerpapier geguckt. Wir wissen ja, die Breite für oben und unten sind 4 cm. Ich mache dann immer einen halben Zentimeter weniger. Heißt, es muss 3,5 breit sein. Und was soll ich sagen? Ich habe zwei Stücken gefunden, die waren genau 3,5. Fand ich total perfekt. Und dann habe ich noch einen weiteren Streifen gefunden. Der muss mindestens 4 cm haben, weil die beiden Außenlaschen dann eben halt bei mir 2 cm breit wären. Bei der Länge ist es dann so, dass das dann bei mir 14,7 sind. Weil ich ja hier 0,5 abgerechnet habe, muss ich die hier auch abrechnen, weil ansonsten sieht es doof aus. Es sei denn, man klebt es auf die komplette Länge. Und das wollte ich jetzt diesmal mal ausprobieren, wie das aussieht. Also kürze ich diese Teile erstmal auf 15,2. So.
schmeiße ich gleich weg, weil, wie gesagt, ich ersticke sonst. Dann nochmal einen kleinen Tipp. Ich mache das manchmal wirklich so. Ich gucke jetzt erstmal, es ist breiter. Also kürze ich das jetzt erstmal auf 4 cm. Kürze ich das jetzt erstmal ein. Weil es noch breit genug ist, sodass ich es hier festhalten kann. So. Der kann auch gleich weg. Und dann lege ich es mir bei 2 an. Und dann weiß ich, dass ich 2 gleiche Stücke habe. Und das fixiere ich mir aber mit einem Washi-Tape. Ich habe meine Hände frei und brauche keine Angst haben, dass es sich verschiebt. So, die 2 Streifen. Und die brauchen wir praktisch wirklich nur auf, also ich in diesem Falle, ihr müsst euers natürlich selber auf euer Maß kürzen, was ihr gerne hättet. So, gleich weg. So. Ich werde diesmal nicht inken. Ich möchte das ganz gerne so lassen. Ungeinkt. Ja, und leider ist es ein bisschen kürzer geworden, wie ich eigentlich wollte. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich werde es jetzt doch auf... So passieren dann eben halt auch kleine Fehler. Ich hätte es vielleicht doch wirklich... Also, ich rate euch, schneidet es hinterher ab. Oder macht es ein bisschen länger, klebt es dann auf und schneidet danach als Plan. Weil meins ist jetzt zu kurz geworden. Warum auch immer. Ich habe jetzt extra schon 3-mal geguckt. Also muss ich meins jetzt auf 17,3. Quatsch. 17,3. Klar, 14,7. So, jetzt habe ich es. 14,7987. Da. Zwar schade, aber geht nun mal nicht anders. So. Aber ihr habt ja gesagt, ihr wollt auch Pannen sehen, also kriegt ihr auch mal eine Panne zu sehen. Ich werde die nicht rausschneiden. Aber so hatte ich wenigstens noch die Möglichkeit auszugleichen. So. Leiden, Pech und Pan. Jetzt sollte das dann aber passen. Ja, das sieht dann gut aus. Schade, das andere hätte ich gerne gemacht, aber ich werde das Papier jetzt nicht wegschmeißen und mir neues suchen, sondern ich mache das dann eben halt bei der nächsten Schachtel. Da mache ich es dann so. So, jetzt müssen wir aber, also jetzt muss ich hier aber aufpassen, weil ich habe hier irgendwo doch eine gewisse Laufrichtung. Ja, nicht, dass ich die einen mit der Blüte auf den Kopf aufklebe und die anderen mit der Blüte nach oben. Das sieht dann ja ein bisschen unruhig aus. Also muss ich wirklich schauen, dass alle mit den Blüten so nach oben sind. Also wenn ihr ein Papier dann mit Laufrichtung habt, dann müsst ihr da auch drauf achten. So. Total faszinierend, dass die Stücke wirklich fast identisch sind, die ich jetzt hier aufklebe. Also jedenfalls bei den beiden. Sind wirklich fast gleich. Schon sehr faszinierend.
Ah, geh noch ein Stück hoch. Nein, geht da nicht. Ist aber nicht schlimm. So. Und jetzt noch das Stück. Ich liebe es, Ton an Ton zu arbeiten. So. Ach so, brauchen wir ja noch. Ich bin ja auch ein Scherzkeks. So. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das geinkt, das wäre too much gewesen. Also man muss nicht wirklich alles inken. So, und dann schiebe ich mir das hier rein. Mit unter anderem mache ich das manchmal so, dass ich das dann einfach nur so und so. Weil ich mag das nämlich nicht, wenn das zu eng wird und man hinterher die Schublade überhaupt gar nicht mehr bewegen kann. So, und dann gucke ich nochmal, es ist mir ein bisschen zu eng und dann ziehe ich das nochmal auseinander. Es geht natürlich nur mit einem Kleber, der nicht gleich so fest anzieht. So, mal gucken. So. Ja, lässt sich gut schieben, ohne dass es hakt. So gefällt mir das. Ja. Super. Einwandfrei. Dann brauche ich, jo, da ich ja hier noch so schöne Streifen habe, werde ich diese Herzen nehmen und ich werde mir das habe ich natürlich schon wieder weggeräumt wahrscheinlich. Sekunde, ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Ich habe mir dann mal schnell ein Stempelset geholt und habe natürlich wieder die Hälfte vergessen. Ist ja klar. Aber ich brauche mir zum Glück nur drehen. So, ich hatte ja gesagt, dass ich Reste verarbeiten möchte. Jetzt habe ich ja diesen schönen langen Streifen hier noch. Den Spruch, den ich darauf machen möchte, der reicht. Ich werde diesen Streifen nehmen und einfach nur halbieren. Da ich schon ausgemessen habe, wie lang der ist, weiß ich, dass ich den da halbieren muss, nämlich bei 12. So. Und eine Seite ist mir aber zu lang, also machen wir... Ach so, warte mal. Nee. Ich nur wieder. Erstmal stempeln wir. Kürzen können wir danach. So, nehme ich die Rückseite. Die Seite ist nicht so schön. Und wenn ich Angst habe, dass mir diese Magnete im Weg sind, nehme ich auch da Washi-Tape, um mir mein Papier zu befestigen. Da das ja hier Süßigkeit ist, habe ich mir gedacht, nehme ich den Spruch, kann Spuren von Kalorien enthalten. Den lege ich mir hier rauf. Nicht ganz so weit vorne, weil ich möchte ja auch ganz gerne noch ein Loch reinkriegen. So. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Ah, ich weiß, wie ich das mache. So. Ja. Fest. Und dann möchte ich die Farbe aufgreifen.
Mal gucken, ob es das Sasawabi-Grün war. Ah, gehst du wohl auf? Immer mal aufpassen. Ich habe immer das Talent, mich mit den Dingern einzusauen. Ich liebe diesen Farbton. Es ist der richtige. Ich liebe meine Stempelhilfe. Ich bin so glücklich darüber, dass ich mir die gekauft habe. Zumal ich mir hier keinen Kopf machen muss mit irgendeiner Platte hoch oder runter oder zur Seite. Es gibt ja ganz viele von diesen Stempelhilfen. Dadurch, dass ich hier diese Knöpfe habe, brauche ich mir mehr keinen Kopf machen, ob ich die richtige Höhe habe oder so. Alles super. So, das ist perfekt geworden. Das reicht mir so. So, jetzt brauche ich ein Tuch. Mein eigentliches Tuch ist wieder auf Abwägen. Normalerweise mache ich das nicht mit den Tüchern. Aber ja. Gleich wieder hier rein, damit er gar nicht verloren geht. Oh, okay. So. Oh. So. Das kann weg. Und da muss ich schnell mal was holen. Mein Schätzchen. Das ist so alt schon. Dieses Schätzchen habe ich von meiner Oma. Das ist wirklich so Asbach uralt. Ich danke ihr heute noch. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu schmal ist, dass ich das überhaupt geschnitten bekomme. Weil beim letzten Mal hatte ich dann doch einen etwas breiteren Streifen genutzt. Aber ich krieg das hin. So. Sag ich doch. Man muss sich nur zu helfen wissen. So. Da das eine so schöne gerade Schrift ist, habe ich hier nämlich eine richtig geile Linie, an der ich mich orientieren kann. So. Super. So, jetzt überlege ich, doch, das mache ich kurz. So. Hier muss ich auf nichts achten. Hier muss ich bloß gucken, dass ich es einigermaßen gerade hinkriege. Oder lasse ich das so? Nee, das sieht doof aus. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. So, ich habe jetzt wirklich noch mal ein neues Stück mir rausgesucht, wo die Herzen in waagerechten sind. Habe das auch schon mit dem anderen Schneidbrett hier geriffelt.
Und inken werde ich es nicht, weil ich das eigentlich so dezent gerne halten möchte. Werde jetzt hier aber eine Schnur durchziehen. War natürlich wieder zu lang. Ist ja klar. Schleifenbinden jetzt ist jetzt nicht so meine Stärke. Obwohl, das geht ja ganz gut noch. So. Und dann wird das Ganze hier aufgeklebt. Mich übrigens dagegen entschlossen, da vorne doch was ranzumachen. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier auf der Seite sich so ausbeult. Irgendwie. Ja, wenn ich nicht mit einem Tombow arbeite, ich stelle das immer wieder fest. Das ist nun mal mein Kleber. Da, auf den kann ich mich verlassen, da weiß ich ganz genau. So. Aber ja, so geht es. Ja, manchmal habe ich einen Knall, manchmal bin ich zu perfektionistisch. Und deswegen werde ich mir nämlich jetzt auch meinen Tombow wiederholen. Ich liebe ihn nun mal. So. Die werde ich jetzt hier aber auch ein bisschen fixieren. Jetzt bin ich nur am Überlegen, oben oder unten. So. Und dann muss ich mal gucken. Das reicht vollkommen aus. Und dann kommt das ja rauf. Super. Ja, wie gesagt, wenn man weiß, wie man mit dem Tombow umzugehen hat, ist das der beste Kleber ever. Also für mich auf jeden Fall. Der beste Kleber ever. Klar, auf manchen Sachen will er auch nicht halten. Aber im Großen und Ganzen hat er mir bis jetzt alles geklebt, was er kleben soll. So, jo, ich würde sagen, habe fertig. Ihr könnt mir reinschreiben, was ihr davon haltet. Und ob ihr solche Tutorials öfters haben wollt. Und jetzt blende ich euch noch das hier ein. So. Damit ihr beides nebeneinander habt. Dann könnt ihr euch ein Screen von machen. Und ja, ich werde es auch nochmal ablichten und werde das dann bei Insta reinmachen. Da heiße ich Kreativfalter-Tina. Und dann findet ihr das Foto eben halt auch dort. Ich hoffe, dass es soweit verständlich war. Wenn nicht, sagt es mir bitte, weil dann kann ich daran arbeiten, es verständlicher zu machen. Jo, ansonsten wünsche ich euch einen zauberhaften Tag. Euer Kreativfalter. Bye bye.